Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen in meiner kleinen, aber feinen Werkstatt hier bei Autoteile MS Standard. Ihr wolltet mehr sehen, ich zeige euch mehr. Das ist die Vollversion von Car Mechanic Simulator 2014 und ich habe schon ein paar Missionen gespielt, oder hier heißt es halt Orders bzw. Jobs. Man muss insgesamt 75 Jobs erledigen, um in den Endlosmodus zu kommen. Und das hier ist jetzt, glaube ich, Job Nummer 15 und da schauen wir mal, was die von uns verlangen. I just bought this crappy car and I need to make basic maintenance. Okay, also eine Hauptuntersuchung will er machen. Replace Air und Oil Filter, also den Luftfilter und den Ölfilter sollen wir auswechseln. Das Öl sollen wir wechseln, genau. Und die Timings checken. Das ist irgendein Laufband am Motor. Ja, das kriegen wir hin. Wollen wir die Karre erstmal hochfahren. Das ist aber eine schicke Farbe, hat er da gekauft. Ja, ist vielleicht für seine Frau. Hoffentlich für seine Frau. So, hier so eine Ölwanne haben wir auch, Ölcontainer, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, ist doch, glaube ich, ganz normal Ölwanne, oder? Mal sehen, dass wir das hier richtig platzieren. Ich habe schon viele Reparaturen hinter mir gebracht, deswegen weiß ich ganz genau, was ich tun muss. Ja, so in etwa, und dann lassen wir jetzt hier erstmal das Öl ab. Ja, komm, ja, mal ein bisschen rauszoomen. Hier oben, der Ölplug, machen wir den mal auf. Ah, Treffer. 100%. Ja. Dann können wir das Ding wieder wegschieben. Dann können wir den Wagen wieder runterlassen. Stellen wir wieder schön in die Ecke, wo es hingehört. La 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 la. So, komm, hier. Mach mal runter, das Autochen. Die Farbe ist echt fürchterlich. Bäh. Kann man nur. So, und dann schauen wir uns mal den Motor an. Den Ölfilter will er gewechselt haben. Das ist der hier. Ich kenne mich schon gut aus. Ja, einmal Ölfilter raus. So, soll ich vielleicht erstmal ein neues Teil kaufen? Ja, das machen wir wieder am Computer. 7000 Dollar habe ich mittlerweile. Yay! Kann mich bald zur Ruhe setzen. Kaufen wir erstmal einen Airfilter, den will er auch gewechselt haben. 35 Dollar, okay. Und den Ölfilter. Ölfilter, Ölfilter. Ölfilter will er gewechselt haben. Er wollte doch noch was haben, ne? Genau, irgendwas sollten wir checken. Die Timing sollten wir checken. Das Timing. Die Timing. Die zeige ich euch gleich, was das ist. So, dann können wir den neuen Ölfilter auch dort reinpacken. Ja, genau dort. Nehmen wir natürlich hier den 100%igen. Schön die Kappe drauf machen. Perfekt. Und jetzt können wir auch neues Öl einfüllen. So. Und das lassen wir jetzt einmal laufen, bis es überläuft. 10W30, das ist gutes Öl. Das reicht nicht ganz, da muss noch ein bisschen was rein. Komm, 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 komm. Blub, 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 blub. Na komm. Da passt aber eine ganze Menge rein. So, das war's. Gut. Na, dann macht er wieder automatisch drauf. Dann haben wir das gemacht. Öl haben wir gewechselt. Können wir uns jetzt am besten um den Luftfilter... Das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht, oder? Dann müssen wir, glaube ich, mit dem Teil anfangen. Genau. Das Teil weg. Dann kommt dieses Teil weg. Dann müssen wir hier die Schrauben entfernen. Kein Problem. Ihr merkt schon, ich bin mittlerweile ein richtiger Profi. Und es macht immer noch Spaß. Selbst hier der 15. Auftrag. Mal sehen, wie es mit der Langzeitmotivation aussieht. Ob ich wirklich die 75 Aufträge durchziehe und dann noch den Endlosmodus spiele. Mal schauen. So, mal weg mit dem alten Luftfilter. Und dann packen wir den neuen Luftfilter rein. Perfekt. Ja, den 100%igen. Abdeckung wieder drauf. Ja, die Abdeckung selber ist nicht mehr so toll, aber nun gut, darum hat er uns ja jetzt nicht gebeten. Er hat nur gesagt, wir sollen den Ölfilter wechseln und den Luftfilter. Sonst nichts. Ja, und Timing checken. Das zeige ich euch jetzt gleich. Das machen wir zum Schluss. Müssen wir das Teil draufsetzen. Den Airflow Meter. Okay. So. Und dann noch hier dieses Röhrchen. Die Tube. Perfekt. War es das schon? Oh nein, wie gesagt, Timings checken. Das ist hier an der Seite. Mal ein bisschen rauszoomen. Das ist dieses Band, was hier hängt. Oder ist es das Band dahinter? Ja genau, das Band dahinter ist es. Dann checken wir das mal eben. Da, mal gucken. Und es ist auf 2%. Soll ich das austauschen? Ja, nicht, dass ihm sonst der Motor um die Ohren fliegt, aber hat uns ja nicht drum gebeten. Mal sehen, ob das schon reicht. Gecheckt haben wir es. Wir müssen es austauschen. Habe ich mir schon fast gedacht. Ist dann, glaube ich,
dieses Timing ist der Keilriemen. Ihr dürft mich gerne korrigieren. Ich kann rauszoomen. Muss man, glaube ich, erstmal das Teil hier abnehmen. Hallo? So, genau. Das Teil. Dann müssen wir das hier entfernen. Das ist der Belt Tensioner. Der Gurtstraffer. Würde ich mal sagen. Das Timing-Ding weg. Müssen wir natürlich noch ein neues kaufen. Ja, ich glaube, das ist der Keilriemen. Ich bin mir aber da nicht sicher. Da dürft ihr mich gerne korrigieren. So, wo finde ich das denn unter? ST, Timing. Timing Belt. Da ist es. $120. Ah ja, gut. Machen wir das mal. So. Boah, diese Autofarbe. Fürchterlich. Ja. Müssen wir, glaube ich, erst den... Genau, erst Timing Belt anbringen. Dann machen wir natürlich den 100%. Den neuen machen wir dran, klar. Dann dieses Ding. Das ist auch nicht mehr taufrisch, aber nur gut. Für einen Gebrauchtwagen. Man kann ja nicht alles haben. So, und das sollte es gewesen sein. Mit dem Auftrag. Schauen wir mal, ob wir alles erledigt haben. Check Timing. Habe ich vielleicht noch irgendein Teil vergessen? Es kann natürlich sein, dass wir diesen Gurtstraffer auch noch auswechseln müssen. Dass der dazugehört. Belt Tensioner, okay. Das ist die Wasserpumpe. Also gecheckt habe ich es. Ich habe es auch ausgewechselt. Das Ding braucht man noch nicht auswechseln. Das hat auch 41%. Das braucht man nicht auswechseln. Kann ich das auch direkt wieder einbauen. Na, warum komme ich denn jetzt hier nicht weiter? Das ist wieder ein Ding. Was ist mit dem Ding hier? Idler Palais. Komm, direkt mal checken, was mit dem Ding los ist. 42%, soweit in Ordnung. Schauen wir uns einfach mal die Wasserpumpe an. Die ist auch in Ordnung. Was ist mit dem Rad hier unten? Das ist der Crankshaft Palais. Den können wir nicht testen. Müssen wir dann wahrscheinlich sonst ausbauen. Also ich bin der Meinung, wir haben alles erledigt. Ah, vielleicht hier dieses Rad in der Mitte. Halt. Was hier hängt. Dieses hier. Okay, bauen wir nochmal alles auseinander. Kein Problem, wir haben ja Zeit. Yo, 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 yo. Ah, ich glaube, das gehört zum Motor. Das können wir so, glaube ich, gar nicht auswechseln, oder? Ne, geht nicht. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Dieses Timing, das haben wir doch überprüft. Das haben wir jetzt ausgewechselt. Ihr müsst doch eigentlich hochzufrieden sein mit uns. Timing Belt. Boom. Das Ding rein. Belt Tensioner. Oder ist der vielleicht mit 41% zu wenig? Ich kann ja mal einen neuen kaufen. Oder mal gucken, was der kostet. Ein paar Dollar Gewinn machen wir ja immer noch. Mit der Reparatur. Belt Tensioner. Belt Tensioner. $150. Ja, komm, kaufen wir mal. Vielleicht ist das des Rätsels Lösung. Oh. Genau. Packen wir den neuen da rein. Und dann noch diese Serpentine Belt. Das müsste es dann gewesen sein. Klappe zu, Affe tot. Auftrag erledigt. Na gut, dann war es das. Repaired. $500 haben wir bekommen, also da haben wir jetzt noch ein bisschen Gewinn gemacht. Weiß jetzt nicht genau, was wir ausgegeben haben, aber ich denke mal, von den $500 ist jetzt doch noch, da ist noch einiges übrig geblieben. Gut, mal sehen, was uns im nächsten Auftrag so Spannendes erwartet. Hoffentlich ein Auto mit einer etwas schöneren Farbe. Ist ja furchtbar, wenn da jetzt wieder so ein quietschiges Auto steht. Auftrag Nummer 16. My car has a huge mileage. Okay, hat also schon viele Kilometer drauf. And it started to sound terrible while turning. Ah, dann ist doch bestimmt was mit den Querlenkstangen oder so. Das hört sich echt toll an, ne? Wie ich so sag, Querlenkstange. Schauen wir uns das mal an. Find and eliminate the problem. $1400. Ja, sieht so aus, als ob wir da einiges jetzt zu erledigen haben. Ja gut, die Farbe ist jetzt auch nicht so der Knaller, aber schon besser als gerade. Bocken wir die Karre erstmal auf. Schauen wir uns das mal von unten an. Ja. Engine Inspect. So. Dann muss ich nochmal das anklicken, genau. Dann schauen wir uns das Teil mal an. Das scheint in Ordnung zu sein.
das Teil auf der Gegenseite. Ist auch in Ordnung. Und ich glaube, sonst kann ich hier unten nichts Relevantes mehr überprüfen, was die Lenkung angeht. Können wir den Wagen wieder runterlassen. Und dann müssen wir halt mal die Reifen abnehmen und mal von der Seite gucken. Ich weiß nicht, ob ich das auch von oben hätte machen können. Das weiß ich nicht so genau. So, weg mit dem Reifen. So. Dum, bidum, bidum, bidum. Yo, 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 yo. So. Können wir mal die Bremsscheibe überprüfen. So, komm, hier. Ist in Ordnung. So, die Teile, die ich überprüfen wollte, sind die hier. Der Outer Tie Rod. Den gucken wir uns mal an. Der ist in Ordnung. Dann den Inner Tie Rod. Der ist in Ordnung. Das Teil können wir nicht überprüfen. Das müssen wir, glaube ich, auseinandernehmen dafür. Den Drive Axle Left überprüfen wir jetzt mal. Komm. Drive Axle Left. Ah, der ist ja total hinüber. Dann wird er wahrscheinlich auf der anderen Seite auch hinüber sein. Gut. Überprüfen wir das Ding nochmal hier. Diesen Sway Bar and Link Left. Okay. Oh, der ist in Ordnung. Dann werden die anderen Teile auch in Ordnung sein. Okay. Dann werden wir das erstmal entfernen. Entfernen, habe ich gesagt. So. Dafür müssen wir hier die Schraube rausziehen. Ah. Genau. Können wir das Teil entfernen. Dann überprüfen wir natürlich auch mal die andere Seite. Die wird wahrscheinlich genauso hinüber sein. So. Ja, genauso hinüber. Ja, dann kommt es auch mal weg. Voll. So. Drive Axle Right und Drive Axle Left brauchen wir. Drive Axle Right, Drive Axle Left. Das dürfte ja nicht so schwer sein. Kostet wahrscheinlich ein Heidengeld. Man kann übrigens auch Sachen reparieren. Ist also nicht so, dass man alles kaufen muss. Guck mal, der Left kostet $400 und der Right kostet $350. Was ist das denn für ein Quark? Aber da bleibt von den $1500, die er im Voraus bezahlt hat, natürlich noch einiges übrig. Ja. Das Teil, genau, das soll da rein. Dann nehmen wir natürlich das neue Teil. Das sieht auch schon viel schöner aus. Nicht mehr so schmutzelig. Mal direkt wieder den Rad draufpacken. Ist auch ungleichmäßig abgefahren hier. 91%, 80%. Naja. Werde ich dann in meinen Abschlussbericht reinschreiben. Oh, komm, jetzt ziehen wir einfach mal hier die Schrauben an. Egal. Man soll ja immer gegenüberliegend immer die gegenüberliegenden Schrauben anziehen. Ist jetzt mal egal. So, was wollte ich denn hier genau? Das Ding nicht abmachen. Genau, dran machen. Das hier. Den Drive Axle Left. Schraube anziehen. Perfekt. Dann können wir auch hier den Reifen, das Rad wieder draufsetzen. So. Und das meinte ich mit gegenüber anziehen. Dann muss man den hier unten anziehen. Dann den gegenüberliegend. Ja, ja. Und nach 100 Kilometern bitte nochmal anziehen. Von Hand. Oder sie kommen nochmal wieder. Dann kann ich sie nochmal abzocken. So, war's das? Das war's. Find and eliminate the problem. Haben wir geschafft. Repaired. Yes. Proceed to next order. Auf jeden Fall. Das werden wir uns dann zwar erst in der nächsten Episode anschauen, weil die Zeit für heute schon wieder vorbei ist. Aber wir können uns ja nochmal angucken, was für ein Problem jetzt da auf uns zukommt. Vielleicht mal ein bisschen was Größeres. Vielleicht muss ich mal die ganze Maschine, den ganzen Motor auseinandernehmen. Das wäre ja mal richtig cool. Und bitte nicht wieder so eine schäbige Farbe. Naja, wieder so ein komisches Grün. Check the exhaust. I hit something hard on a bumpy road and I assume that I broke one of the exhaust pipes. Examine it please. $200. Gut, in der nächsten Episode werden wir uns dann den Wagen hier anschauen und ihn mal hochbocken und dann werden wir uns mal den Auspuff und die anhängenden Teile wie Katalysator und Auspuffstangen, Röhrenteile mal etwas genauer ansehen. Das war's hier von Autoteile MS Standard. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und in dem Sinne, yo, 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 yo. Danke fürs Zusehen, bis dann, tschüss, ciao und bye, bye.